Herr Präsident, meine Damen und Herren, die ehrenamtlich Engagierten sind die Stützen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. 94% beträgt der Anteil von Ehrenamtlichen in den Rettungs- und Hilfsorganisationen unseres Landes. Das sind ca. 1,8 Millionen freiwillige Helferinnen und Helfer. Herr Strasser hat eben sogar noch eine höhere Zahl genannt. Fakt ist, was diese Menschen leisten, ist wesentlich mehr als nur eine Unterstützung des Staates bei der Erledigung seiner Kernaufgaben. Und ein wirksamer Katastrophenschutz ohne das Engagement der zahlreichen Freiwilligen bei den Feuerwehren, den privaten Hilfsorganisationen oder beim Technischen Hilfswerk ist schlichtweg undenkbar. Diesen Menschen, die viele Stunden ihrer Freizeit für andere opfern, gebührt unser Dank und unsere Anerkennung. Der demografische Wandel stellt aber auch das Ehrenamt im Zivil- und Katastrophenschutz vor neue Herausforderungen. Insbesondere im ländlichen Raum macht sich neben den Folgen einer alternden Gesellschaft der Wegzug vor allem junger Menschen in die Metropolen bemerkbar. Hinzu kommt eine Situation auf dem Arbeitsmarkt, bei der von den Beschäftigten eine immer größere zeitliche Verfügbarkeit und räumliche Flexibilität erwartet wird. Und leider sind auch nicht alle Arbeitgeber bereit, ehrenamtliche Einsätze zu unterstützen. Und damit Feuerwehren und Hilfsorganisationen angesichts dessen ausreichend Nachwuchs finden können, braucht es eine staatlich unterstützte Offensive, um Menschen auch in Zukunft für ein ehrenamtliches Engagement begeistern zu können. Und dabei geht es im Übrigen nicht nur darum, die Funktionsfähigkeit des Katastrophenschutzes sicherzustellen. Es gibt auch einen wichtigen sozialen Aspekt. In vielen ländlichen Gebieten, ich komme selber aus einer solchen Region, ist die Freiwillige Feuerwehr oft der letzte Ort, an dem überhaupt noch gesellschaftliches Leben stattfindet. Hier werden Werte wie Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt konkret gelebt, werden schon Kinder und Jugendliche an sinnvolle Aktivitäten herangeführt, sowie Orts- und Vereinsfeste organisiert. Bei der Förderung des Ehrenamtes geht es daher nicht nur um den Erhalt der Sicherheit und der Hilfe, sondern es geht auch um die Unterstützung einer Kultur des demokratischen und solidarischen Miteinanders in unserem Land. Meine Damen und Herren, die demografische Situation erfordert auch eine größere Diversität in den Feuerwehren und Rettungsorganisationen. Nach wie vor sind Frauen, Senioren und Menschen mit Migrationsgeschichte weit unterrepräsentiert. Der Frauenanteil beim Technischen Hilfswerk liegt etwa bei 10%. Bei den Feuerwehren im Bundesdurchschnitt sogar bei nur 7%. Und von den Personen mit Migrationshintergrund, die sich ehrenamtlich engagieren, sind lediglich 3% im Bereich der Rettungsdienste und Feuerwehren tätig. Hier ist ein Strategiewechsel hin zu einer interkulturellen Öffnung und einer größeren Beteiligung von Frauen dringend erforderlich. Ein ausreichendes Schutzniveau im Unglücksfall erfordert auch, dass die Hilfs- und Rettungskräfte gut ausgestattet sind. Hierbei ist es unbedingt erforderlich, dass der Bund seine Hausaufgaben im Bereich der ergänzenden Katastrophenschutzunterstützung erledigt. Derzeit scheinen vor allem die Feuerwehren nicht ausreichend ausgerüstet zu sein, um bei einer Großschadenslage wie einem Chemieunfall die Bevölkerung schützen zu können. Das sagen nicht wir, das sagt Helmut Ziebs, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Und laut Hartmut, völlig richtig, und laut Hartmut Ziebs müssten die vom Bund bereitgestellten Mittel für Neuanschaffung auf dem Gebiet des Zivil- und Katastrophenschutzes von aktuell 50 Millionen Euro pro Jahr eigentlich mindestens verdoppelt werden, um den Investitionsstau in diesem Bereich halbwegs aufzuholen. Ich finde das alarmierend. Und ich finde auch nicht richtig, dass sich der Bund immer auf die herausredet mit der sogenannten Kompetenzverteilung nach dem Grundgesetz und er sei eigentlich gar nicht zuständig. Ich glaube, eine derartige Herangehensweise missachtet die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes für den Bevölkerungsschutz. Man sollte sich dahinter nicht verschanzen. Die Linke wird weiter hartnäckig darauf drängen, dass der Bund seine Verpflichtungen wahrnimmt. Und ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss zu einem in vielen Punkten durchaus guten Antrag der FDP. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Als nächste Rede natürlich das Wort der Kollegin Dr. Irene Mihalic, Bündnis 90 Die Grünen.